Schatz, bitte. Es tut mir leid. Lasst uns nicht streiten, das ist furchtbar. Öde meint ihr wohl. Vielleicht wäre es interessanter, wenn ihr mehr Mumm hättet. Ah, vor unserer Hochzeit war mein Mann noch süß und lieb. Ach, doch jetzt ist er sauer und verbittert. Er kommandiert mich herum. Er meckert. Ach, schrecklich. Ach, es ist schrecklich. Aber bei meiner Scheidung bekommt er die Hälfte meines Vermögens. Also recht viel. Oh, wäre ich doch jemand anders. Oh, Moment. Was, wenn er jemand anderen hätte? Wenn jemand wie ihr um ihn werben und ihm sagen würde, sie sei reicher als ich. Er würde die Scheidung wollen, um zu heiraten und ich wäre frei. Oh, natürlich müsstet ihr ihn nicht wirklich heiraten. Gleich nach der Scheidung verlasst ihr ihn einfach. Oh, dann würde ich zu gern sein Gesicht... Die Zeit mit euch war toll. Und es war aufregend, im Haus meiner Frau mit euch zu flirten. Aber ist euch nicht langweilig? Machen wir einen Ausflug. Wie wäre es mit der Brightwall-Brücke? Na gut, Schatz, wenn ihr wollt. Ein neuer Tag bricht an. Zeit zum Aufstehen. Ich liebe diese Aussicht. Und ihr ruiniert sie nicht mit Gerede. Ihr steht nur da und seht unwiderstehlich aus. Wow, ihr müsst wohl einiges an Erfahrung haben, oder? Ihr habt erstaunliche Instinkte. Ich muss sagen, ich war so lange mit Wilma zusammen, dass ich vergessen habe, wie aufregend das alles sein kann. Ich will mehr. Was meint ihr? Wollen wir es wagen? Ich verlasse Wilma und wir können zusammen sein. Ihr habt einen Ring, ihr habt ein Haus. Man kann euch nur sehr schwer widerstehen, was? Nur los, fragt. Dann werden wir sehen, ob ich euch widerstehen kann. Heiratet ihr mich? Ja, ja! Die Läden sind geöffnet! Jetzt fehlt nur noch die Scheidung von Wilma. Oh, hätte ich euch doch vor 5 Jahren getroffen. Das hätte mir sehr viel Langeweile erspart. Ich habe Neuigkeiten, Wilma. Sie werden euch nicht gefallen und glaubt mir, das bricht mir das Herz. Ehrlich. Ich habe begriffen, dass wir nicht zueinander passen. Besser gesagt, ihr nicht zu mir. Also, hier sind die Scheidungspapiere. Ihr seid jetzt eine Ex-Frau. Oh, Vincent. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer... Oh, danke. Danke, dass ihr genau so seid, wie ich dachte. Was? Ihr habt das alles geplant? Oh, tut mir leid. Ich reiche das gleich morgen früh auf dem Amt ein. Und dann ist unsere Ehe offiziell Geschichte. Oh, danke nochmal. Meine geschäftstüchtige Liebste, was seid ihr verschlagen? Ihr sprecht mit einer Hausfrau ab, ihre Ehe zu zerstören und ihren Mann mittellos zurückzulassen. Ziemlich hinterhältig, finde ich. Ich frage mich... Zu wie viel Abscheulichkeit seid ihr noch bereit? Denn, sehen wir es mal logisch, wenn sie nie bei diesem Amt ankommt, wird die Scheidung nie vollzogen. Und statt einem heißblütigen Geschiedenen hättet ihr dann einen sehr wohlhabenden Witwer zum Mann. Was? Meint ihr etwa, ihr tötet mich? Also eigentlich tötet sie euch. Tut mir leid, Wilma, aber es geht um viel Geld. Ihr lasst mir keine große Wahl. Oh, hört nicht auf ihn. Ihr könnt einfach gehen. Dann seid ihr raus aus der Sache.
Nein, geht nicht. Oh, Liebling, ihr habt Wilma getötet. Einfach so. Getötet. Ihr seid unglaublich impulsiv. Das ist sowas von sexy. Kauft eurer Familie ein Heim oder wählt ein bereits existierendes. Wählt den Ort für eure Hochzeit aus. Oh, das ist alles so aufregend. Diese Ehe hält länger als meine letzte. Oh, hallo, Schatzi.